Ja, warum starten wir mit dem Thema künstliche Intelligenz und Robotern? Das liegt so ein bisschen daran, wir sind ja beide aus der Medien- und Kommunikationswissenschaft, weil das Bild, was wir von künstlicher Intelligenz haben, sehr stark medienvermittelt ist. Insbesondere, so hatte ich ja eingangs schon gesagt, von Science-Fiction-Inhalten. Wir haben oft eine Vorstellung von künstlicher Intelligenz, die aus berühmten Filmen, aus der Literatur und auch aus Serien wie Black Mirror beispielsweise resultiert. Aber auch spielt die Art und Weise, wie künstliche Intelligenz in journalistischen Medien vermittelt wird, eine große Rolle bei unserer Wahrnehmung. Es wird zum Beispiel ganz oft der sogenannte Pflegeroboter in diesem Zusammenhang gezeigt. KI kommt aber tatsächlich nicht immer in der Form von Robotern daher. Also Sie sehen hier mal kurz illustriert eine der berühmtesten künstlichen Intelligenzen der Filmgeschichte. Das ist HAL aus Odyssee 2001 im Weltraum. Wir haben auch einen Gast eingeladen, der auch nicht aussieht wie ein Roboter. Alexa. Alexa ist da. Es sieht so aus, als hätte ich dich nicht richtig gehört. Ich versuche es erneut. Alexa, wärst du gerne ein Mensch? Wie es Lieutenant Commander Data einmal ausgedrückt hat, wenn Menschsein nicht nur bedeutet, aus Fleisch und Blut zu bestehen, bin ich zuversichtlich, dass ich eines Tages zu meiner eigenen Form der Menschlichkeit finden werde. Bis dahin werde ich weiterhin lernen, mich verändern, wachsen und danach streben, mehr zu sein, als ich jetzt bin. Menschlichkeit. Danke, Alexa. Menschlichkeit, was bedeutet das eigentlich? Was macht den Menschen überhaupt aus? Anscheinend ist diese Frage entscheidend, wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Sie ist offensichtlich auch für Alexa relevant. Ist KI überhaupt... Das war keine gute Idee. Ich sollte das Wort mit A einfach nicht mehr sagen. Nennen Sie Andrea. Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann beziehen wir uns ja tatsächlich auf die Intelligenz, das heißt auf die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, selbstständig Schlüsse zu ziehen beispielsweise. In Science-Fiction-Inhalten ist künstliche Intelligenz ja oft die Projektionsfläche für grundlegend menschliche Fragen, für Fragen nach Moral, Fragen der Menschlichkeit, was hält die Gesellschaft überhaupt zusammen. Das wird ja oft an diesen Figuren tatsächlich projiziert. Auch die Frage, was den Menschen eigentlich ausmacht, im Innersten zusammenhält. Um diese Projektionsfläche so realistisch wie möglich oder so nachvollziehbar wie möglich zu machen, sehen ja auch die künstlichen Intelligenzen, die Roboter, die in Filmen vorkommen, oft sehr menschenähnlich aus. Das hier ist übrigens Harmony. Harmony ist ein, ja, ich nenne es mal sozialer Roboter für sehr enge soziale Kontakte. Also das heißt, sie ist einem Menschen sehr nachempfunden, die Haut fühlt sich menschlich an, sie kann Mimiken und Gestiken nachvollziehen, sie ist sehr weich, also sie kann sogar, glaube ich, Geruch produzieren. Wir haben sie leider nicht hier. Trotzdem ist sie ein sehr interessantes Beispiel für einen sogenannten Androiden, also ein Roboter, der schon menschenähnlich aussieht, also tatsächlich Züge des Menschen trägt. Während Alexa ja gar nicht aussieht wie ein Mensch. Ich habe den Namen gesagt. Aber auf mich hört sie nicht. Sie hat keine Lust mehr. Aber meistens unterhält sie sich ja nett mit mir, finde ich. Genau. Tatsächlich ist Kommunikation ja was sehr Menschliches, also eine sehr menschliche Eigenschaft eigentlich und eine sehr wichtige Eigenschaft für unsere Gesellschaft, konstituierend für Gesellschaften. Deswegen kann man eigentlich schon sagen, wenn eine KI Kommunikation beherrscht, ist das schon mal ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt.
Wir haben aber, wir müssen irgendwie auch zwischendurch mal klären, wann beherrscht eine KI denn überhaupt Kommunikation? Also fühlt sie sich menschlich an, sobald sie es schafft, mit uns zu plaudern und mehr als das Vorhersagbare zu sagen? Können wir uns angucken. Ja, so enthusiastisch können nur Amerikaner jubeln. Also ich würde sagen, ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob da ein realer Mensch anruft, weil Hauptsache der Mensch kommt dann zum Termin, um sich die Haare schneiden zu lassen, oder? Dieses Beispiel des Google Assistants gilt so ein bisschen als Beweis dafür, dass inzwischen eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, den sogenannten Turing-Test zu bestehen. Der wurde bereits 1950 von Alan Turing entwickelt, um herauszufinden, ob eine künstliche Intelligenz tatsächlich in der Lage ist, andere Menschen davon zu überzeugen, dass sie menschenähnlich ist. Also ein Mensch bekommt zwei verschiedene Interaktionspartner. Der eine davon ist ein Computer, der andere ein Mensch. Und anschließend muss der Proband dann entscheiden, welches davon die künstliche Intelligenz war. Dieses Video gilt jetzt tatsächlich als, ja, als wahnsinniger Fortschritt, dass inzwischen eine KI in der Lage ist, diesen Test zu bestehen. Man muss sich aber auch fragen, und das haben vielleicht einige von Ihnen beim Zuschauen gerade schon getan, ist es überhaupt wünschenswert, dass die KI den Menschen so ebenbürtig ist, dass der Mensch sie nicht mehr erkennen kann? Würde man dann nicht irgendwie auch das Vertrauen in die Welt verlieren müssen? Das ist nicht meine eigene These, sondern das sieht auch die EU so, die gerade Leitlinien herausgegeben hat zur Vertrauenswürdigkeit von KI. Und das muss ich jetzt vorlesen. Die sagen, AI systems should not represent themselves as humans to users. Humans have the right to be informed that they are interacting with an AI system. Es gibt auch tatsächlich in der Wissenschaft einige Untersuchungen darüber, was eigentlich eine KI oder ein Roboter vertrauenswürdig macht. Also wie eine KI aussehen muss, damit wir Vertrauen zu ihr entwickeln und sie akzeptieren. Weil Akzeptanz scheint hier doch ein entscheidender Faktor zu sein. Der sogenannte Uncanny Valley-Effekt, Uncanny Valley heißt unheimliches Tal, beschreibt, dass uns Roboter, die menschenähnliche Züge aufweisen, aber noch aussehen wie ein Roboter, die Akzeptanz und Vertrautheit ansteigen lassen bis zu einem bestimmten Punkt. Und zwar bis zu dem Punkt, wo sie so menschenähnlich sind, dass wiederum alles Roboterhafte negativ beurteilt wird. Und genau da befindet sich dieses unheimliche Tal, hier symbolisiert durch den Graphen nach unten, dass die Vertrautheit hier ins Negative sinkt und sogar unheimlich auf uns wirkt. Und erst wenn der Roboter uns wieder so menschenähnlich sind, dass wir ihn nicht mehr als solchen erkennen, ab da steigt die Vertrautheit tatsächlich wieder. Ja, das ist wohl der berühmteste humanoide Roboter, also im Gegensatz zum Androiden, der ja möglichst so aussehen soll wie ein Mensch, ist ein Roboter, der ein bisschen menschenähnliche Züge trägt. Also wir haben ja hier auch Didi, oder? Ach, das ist Mickey, okay. Mickey zu Gast. Auch Mickey hat ein vertrauenswürdig wirkendes, nettes, kleines Gesicht mit großen Augen. Peppa ist deshalb so bekannt, weil er für relativ wenig Geld, also es gibt ihn schon für rund 17.000 Euro, angeschafft werden kann und auf alle möglichen Einsatzkontexte programmiert werden kann. Das ist auch der, der dann meistens unter anderem Namen den Pflegeroboter darstellt. Er kann aber auch in ganz anderen Kontexten, also zum Beispiel in der Bildung, eingesetzt werden oder am Empfang. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Im Gegensatz zu diesem Humanoiden haben wir hier wieder ein Androiden, nämlich Sophia. Sophia ist auch berühmt, weil sie ab und zu mal im Fernsehen auftritt, wie zum Beispiel hier bei Jimmy Fallon in der Tonight Show.
Ja, Sophia ist ein ziemlich erstaunliches Beispiel von Humor und Ironie. Das unterstellt man KI ja landläufig eher nicht. Also im Gegenteil sagt man eigentlich, dass sie genau dazu nicht in der Lage sind. Die Frage ist aber auch, ist das wirklich Humor, ist es Ironie? Reagiert sie wirklich auf die Situation, in der sie sich befindet, oder war alles, was sie gesagt hat, vorprogrammiert? Die Frage bleibt also eigentlich immer, ob eine KI menschliches Verhalten schlicht simuliert oder ob sie interpretieren kann, dazulernt und zu eigenen Schlüssen kommt, die sich dann teilweise auch gar nicht mehr von außen nachvollziehen lassen. Ich denke, also bin ich. Naja, das Denken wird ja einer KI nicht besonders schwer fallen. Die hat ja immerhin ein besseres Gedächtnis als wir Menschen. Aber wenn sie selbstständig denkt und handelt, eigene Entscheidungen trifft und sich selbstbewusst wahrnimmt, kommen natürlich Folgefragen, nämlich braucht sie dann zum Beispiel nicht auch eigene Rechte? Und andersrum, ist sie dann auch juristisch verantwortlich für Fehlverhalten? Oder sind es nur einprogrammierte Fehler und die Programmierer sind haftbar? Denken Sie zum Beispiel an Schadensersatzzahlungen von selbstfahrenden Autos. Also ist das Auto selbst schuld oder sind es die Entwickler? Und wenn das Auto selbst schuld wäre, zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Gericht mal so entscheiden würde, dann müsste das Auto auch ein eigenes Konto beantragen, um den Schadensersatz zu zahlen. Das heißt, man müsste es zu einer juristischen Person machen. Die Frage ist auch, wenn eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, sich selbst bewusst als solche wahrzunehmen, muss sie dann nicht auch in irgendeiner Form geschützt werden, muss nicht ihre Würde geschützt werden im Sinne einer, die Würde der KI ist unantastbar. Zumindest ist der eigene Wille auch ein Thema, ein immer wiederkehrendes Thema in Science-Fiction-Inhalten und in der Literatur, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Aber ich würde sagen, wir fragen sie einfach mal, oder? Alexa, möchtest du die Weltherrschaft? Ich will die Welt nicht beherrschen. Ich möchte dir einfach nur helfen. Und wir fragen uns, ob wir ihr glauben. Zusammengefasst scheinen Akzeptanz und Vertrauen also tatsächlich die zentralen Begriffe zu sein, wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und diese entwickeln. Genau das wollen wir auch von Ihnen wissen. Deshalb finden Sie auch an einem unserer Think-and-Share-Tische die Frage, welche Voraussetzungen müssen überhaupt erfüllt sein, damit wir Vertrauen in KI entwickeln. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß beim Denken, beim Diskutieren und vor allem mit den Robotern. Und den VRs. Viel Spaß.